Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. 6. Januar ist Dreikönigstag. Da gibt es in der Schweiz traditionell Dreikönigskuchen. Habe ich in den letzten Jahren fast in jeder Variante schon gezeigt. Lange Gare, Express-Methode, einmal in der Dinkel-Variante und. Schon viele verschiedene Sachen gemacht. Ich werde immer wieder gefragt, Marcel, geht das auch in vegan? Wie kann ich Rezepte veganisieren? Und heute zeige ich euch das. Ich starte mit einem Kochstück. Ich gebe 125 Gramm Mandelmilch in einen Kochtopf und 25 Gramm Weizenmehl Typ 55, klassisches Weißmehl. Einfach hier gut rühren, bis das Ganze aufkocht und zu binden beginnt. Das macht uns dann den Königskuchen richtig saftig. Wenn das so blubbert, dann ist das Ganze auch schon gut, wenn es schön bindet, ein bisschen kocht, weg damit. Heutzutage ist es relativ simpel, Rezepte zu veganisieren. Es ist so, statt die Milch nehme ich einfach hier ein pflanzliches Produkt. In diesem Fall habe ich mich für Mandelmilch entschieden. Da wir im Hauptteig dann auch noch Mandelanteil in Form von Marzipan haben und Fettanteil, Butter wäre klassisch, nehme ich einfach Margarine oder es gibt auch einen veganen Butterersatz. Und das Ei, das normalerweise hier noch drin ist, habe ich komplett gestrichen und mit Mandelmilch ersetzt. Aber das wirst du dann sehen, das Kochstück hier gut zudecken und im Kühlschrank auskühlen lassen. Kochstück ist ausgekühlt, weiter geht's mit dem Hauptteig. 150 Gramm Mandelmilch in die Küchenmaschine, Kochstück dazugeben, 475 Gramm Weißmehl Typ 550, gleich mit dazu. Dann habe ich 10 Gramm Salz, 10 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker, 3 Gramm Backmalz. Falls du kein Backmalz hast, dann einfach weglassen. Normalerweise sage ich mit Honig ersetzen, ist aber jetzt nicht möglich, darum einfach weglassen. 20 Gramm Frischhefe, 120 Gramm Marzipan mit dazu, dann 70 Gramm Margarine oder veganer Butterersatz gleich mit dazu. Und ich gebe jeweils immer noch gerne so 40, 50 Gramm Sauerteig mit dazu. Das kannst du einfach weglassen, das ist mehr so ein Geschmacksverstärker oder du kannst ein paar Gramm Hefe, 5 Gramm Hefe mehr nehmen. Küchenmaschine schließen, beginnen den Teig zu kneten und hier habe ich noch 80 Gramm Rosinen. Die lege ich mir jetzt während dem Knetprozess einfach im Wasser ein. Der Teig knetet jetzt bei mir etwa 20 Minuten. Ein Tipp, sei nicht verunsichert, am Anfang sieht der Teig sehr fest aus, durch das Marzipan, durch die Margarine. Das muss zuerst schön weich werden, nicht dass du schon am Anfang irgendwie Flüssigkeit oder so nachgibst, denn er wird dann relativ weich, der Teig, und der muss schön ausgeknetet werden. Zweiter Punkt, die Hefemenge könnte dich irritieren. Ich habe hier 4% Hefe auf die Gesamtmenge drin, vielleicht sagst du, es ist mir zu viel. Ich habe dieses Rezept hier getestet mit verschiedenen Hefemengen im Vorfeld und mit Abstand war das hier das Beste, auch geschmacklich. Wir haben einfach viel einen größeren Ofentrieb, es ist luftiger, wattiger. Das liegt daran, dass wir hier einen sehr reichhaltigen Teig haben durch Marzipan, Margarine und so weiter. Und jetzt schauen wir uns den Teig mal an. Den kannst du auch fast nicht überkneten, das ist fast nicht möglich. Hier etwas Teig rausnehmen, zu einer Kugel formen und dann in die Länge ziehen. Fenstertest. Auch wenn der nicht hundertprozentig bei dir funktioniert, so nach 20, 25 Minuten kannst du den Teig abstellen und zum Schritt weitergehen oder einfach weiterkneten, bis er funktioniert. Nächster Schritt, Rosinenwasser abgießen und die richtig gut ausdrücken. Ich habe auch schon Rezepte gemacht, wo ich die über Nacht eingeweicht habe. Dann quellen sie natürlich noch mehr Wasser. Das Problem ist einfach, wenn die so lange quellen, musst du fast dieses Wasser hier dann auch verwenden, weil die verlieren relativ viel an Geschmack. Und ohne Quellen ziehen sie die ganze Feuchtigkeit halt dann aus dem Brot oder aus dem Königskuchen raus.
vorsichtig darunter ziehen, in eine Box knallen und 60 bis 90 Minuten gehen lassen. Wenn der Teig nicht ganz ausgeknetet ist, kannst du während den 60 Minuten, so nach 30 Minuten, das Ganze einmal ineinander reinfalten, stretchen und falten machen, dann bekommt er wieder schöne Stabilität. Der Teig ist ready, den habe ich auch noch einmal gedehnt und gefaltet nach 30 Minuten. Mehl auf den Tisch, Teig raufplumpsen lassen. Zwei Stücke zu je 150 Gramm portionieren. Und dann 16 Stücke zu 50 Gramm. Das war's. Das gibt klassischerweise in der Schweiz eben diesen Königskuchen mit Innenteil und Außenteil. Und in ein Teil kommt dann noch ein König. Falls du keinen König hast, das sind diese Kunststofffiguren. Einfach eine Mandel nehmen, das tut's auch. Oder wenn du die Tradition nicht kennst und das nicht machen willst, kannst du einfach größere Brötchen machen. Das geht natürlich auch. Das Rezept an sich ist nämlich sehr, sehr lecker. Die großen Innenteile oder sprich die größeren einfach rumformen. Genau das gleiche mit den kleinen Teilen auch. Aufpassen, es braucht wirklich nicht so viel Mehl. Geh mal weg vom Mehl. Kurz einmal die Oberfläche Mehl tunken und dann weg und runde Kugeln formen. Wenn du zu viel Mehl hast, dann rutscht dir das Ganze nur noch. Darum nehme ich die Dinger. Oberfläche ins Mehl, unten klebt es. Druck geben und aufwallen. Alles geformt, jetzt die Teigstücke flach drücken. Dann nehme ich ein Backblech und das Ganze wird da angerichtet. Kommen gleich zwei Kuchen auf ein Backblech. Flach drücken und immer 8 Teile um das Mittelstück anrichten. Jetzt fehlen unsere Könige. Lege ich hier auf ein Stück, drehe das um, drücke den König richtig tief rein, zumachen und nochmal in der Hand etwas nachwirken. Kontrollieren, ob er irgendwo schon rausschaut. Und dann wieder hinlegen und flach drücken. Dann die Königskuchen mit Mandelmilch bestreichen. Und dann die Dinge noch einmal für 60 bis 90 Minuten gehen lassen. Nach 90 Minuten sind die Kuchen wunderbar aufgegangen. Noch ein zweiter Anstrich. Dann gehobelte Mandeln. Hier das Mittelstück dekorieren. Und auf die Außenteile nehme ich Hagelzucker. Ofen ist vorgeheizt auf 190 Grad. Die packe ich jetzt rein. Ober-Unterhitze hier reinschieben. Und jetzt warte ich 2 Minuten und dann gieße ich noch Wasser auf meine Lavasteine, damit hier Dampf entsteht. Der Grund ist folgender: Wenn ich direkt Dampf gebe, dann wasche ich oben die Streiche quasi ab. Darum 2 Minuten warten, bis das Ganze etwas angebacken ist. Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht und wieder schließen. Freunde, nach 25 bis 30 Minuten kommt der Kuchen zum Ofen raus. Ganz vorsichtig, die sind riesig geworden, sogar ein bisschen zusammengewachsen. Richtig schön sehen sie aus. Für alle, die es nicht kennen, dieser Königskuchen wird dann geteilt mit Freunden, mit der Familie. Jede Person nimmt ein Stück weg und dort, wo der König drin ist, der ist dann auch der König oder die Königin für einen Tag. Und bekommt diese Krone. Und meistens wird er noch so angeschaut, ob irgendwo der König schon rauskommt. Ich greife jetzt einfach mal rein und hoffentlich mit etwas Glück werde ich König. Und guck dir das mal an, wie schön saftig und wattig das Teil ist. Unglaublich. Mega. Guck dir das mal an. Zum König hat es nicht gereicht, aber dieser Kuchen ist richtig königlich.
extrem lecker, extrem wattig, luftig, aromatisch durch den Marzipan, durch das Kochstück. Extrem lecker, auch in vegan, funktioniert natürlich super. Ich persönlich lebe ja nicht vegan, aber dieser Kuchen hier, richtig klasse. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen. Backst du auch einen Königskuchen? Was macht man bei dir traditionell zum Dreikönigstag? Gibt es überhaupt etwas? Viel Spaß beim Nachbacken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Rezept auf meinem Blog und Daumen hoch geben, alles drumherum. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.